Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich kann Sie beruhigen, die Verletzung kommt nicht von dem Besuch der Elbphilharmonie. Und ich will Ihnen auch gerne sagen, dass es mir so geht, dass ich den Saal für einen sehr gelungenen Saal halte, dass die euphorischen Äußerungen im Zusammenhang mit dem Saal nach Meinung durchaus stimmen, dass ich auch finde, dass die Akustik, ich bin nicht der Spezi darüber, recht gut ist. Ich gucke mit Interesse daran, welche skurrile Diskussion in einigen Feuilletons dazu stattfindet. Das kann ich gar nicht richtig nachvollziehen, aber finde das erstaunlich. Aber muss von daher sagen, dass es insgesamt, wollen wir sagen, ein gelungenes Konzerthaus ist. Und ich muss natürlich auch dazu zugeben, also bei dem unheimlich vielen Geld, was dafür ausgegeben worden ist, wäre das ja auch noch schöner, wenn das noch nicht mal gelungen wäre diesbezüglich. Ich will aber auch sagen, dass die Debatte, die gegenwärtig in der Öffentlichkeit dazu stattfindet oder auch jetzt hier im Parlament, mich so ein bisschen an den HSV erinnert. Kaum kommt man aus den Abstiegsplätzen raus, schon redet man von Champions League oder internationale Superklasse, die man erreicht hat. Das war weder beim HSV so und wir werden erst mal sehen und ruhig überlegen, ob das im Zusammenhang mit diesem Konzerthaus die richtige Kategorie ist, um das zu fassen. Das werden wir, finde ich, sehen. Ich selber und unsere Fraktion, wir werden weiterhin immer darauf bestehen, auf der Kritik, die wir dazu geäußert haben. Und ich finde das Wegreden von dem, was alles schiefgelaufen ist, für einen großen Fehler. Alle in dieser Stadt werden sich daran erinnern, wie teuer das war, dass sich alle in dieser Stadt veräppelt fühlten von denjenigen, die das geplant haben. Und das wird ein Punkt sein, der weiterhin nicht getilgt wird. Und da kann die Elbphilharmonie noch so sehr strahlen. Und wir werden weiterhin darauf bestehen, dass diese Fehler nicht wieder gemacht werden dürfen und dass auch diese Art und Weise, wie das geschehen ist, in gewisser Weise nicht wieder gemacht werden dürfen. Aber wir sind als Linke auch pragmatisch. Wir kommen jetzt nicht auf die Idee zu sagen, die Elbphilharmonie sollte abgerissen werden oder Ähnliches, ne? Sondern wir... Soweit zu Ihrer Freude. Wir werden darauf achten, dass dieses Haus ein Haus für alle wirklich werden soll. Und es ist bisher nicht. Ich will auch kurz sagen, warum. Wir werden weiterhin dafür kämpfen, dass die Plaza natürlich umsonst ist. Wir wissen, dass in der Bürgerschaftsdrucksache es geplant ist, dass es in 2 Jahren nicht mehr so ist. Lesen Sie noch mal nach. Das wird ein Streitpunkt sein. Wir werden weiterhin dafür uns einsetzen, dass die Eintrittspreise so günstig sind, wie sie gegenwärtig sind. Das will ich auch durchaus sagen, weil ich sehe den ökonomischen Druck, den wir dort haben werden, inwieweit das aufrechterhalten werden kann. Das ist der Streit und wir werden uns auch weiterhin und wichtig dafür einsetzen, dass ein Haus für alle erst wird. Nämlich das muss man auch deutlich sagen, es ist es gegenwärtig nicht. Eine einfache Diskussion mit meinem Vater, Werftarbeiter aus Neuenfelde, und den Leuten, bei der in der Siedlung, wo ich aufgewachsen bin, sagt deutlich, dass dort kein Mensch auf die Idee kommt zu sagen, das ist unser Konzertsaal, sondern man nutzt eher noch die Plaza. Das ist wichtig. Ja, dann gehen Sie mal nach Neuenfelde dort, wie dort die Situation ist und diskutieren Sie dort mit denen darüber. Vielleicht sollten Sie Ihren Horizont, der so klein ist, auch mal erweitern, um ein Haus für alle festzustellen, ob das dort da ist. Und auch bei meinen Nachbarn, und das sollte man nicht in seinen kleinen Kreisen überschätzen, wie wenig das bisher ein Haus für alle ist. Und das ist auch ein Streit, den wir hier haben müssen. Und es ist bisher ein Haus, was erinnert an einen kleinen Kreis von 5 bis 10% der Bevölkerung, die das nutzen wollen. Und es wird eine ständige Aufgabe sein, das für alle zu öffnen. Dafür stehen wir, die Linke, dafür haben wir das kritisiert, dafür gehen wir jetzt aber auch damit pragmatisch um. Danke.